Eigentlich wollten sie nur ein altes Café angucken und fanden tausende Patientenakten. Es war ein Tag wie jeder andere. So könnte man sagen, eine Tour wie jeder andere. Nur, dass es halt super krass geregnet hat und wir teilweise wirklich schon überhaupt keine Lust mehr hatten, das Auto zu verlassen. So Leute, Ankunft an der nächsten Location. Wir müssen hier leise sein, wir sind mitten im Wohngebiet. Oh ja, das sieht doch schon... Eieieiei. Das sieht doch schon gut aus für uns. Wo ist denn jetzt meine Taschenlampe? Alter Schwede. Oh, ist das ein Chaos hier. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Alter Schwede. Hier muss man ja richtig aufpassen. Ja. Guckt mal, dass man hier nicht gesehen wird. Eieiei, guck mal hier. Badezimmer. Schon richtig zerkloppt mittlerweile, ne? Also ich muss dazu sagen, das hört sich jetzt gerade so ein bisschen so an, als wenn ich hier schon mal war. Ich war hier tatsächlich noch nie, aber ich bin gerade echt schockiert, wie das hier aussieht. Heidewitzka. Stefan guckt jetzt gerade nochmal den Dachboden an. Das Haus ist auf jeden Fall geil und definitiv filmbar. Von daher würde ich sagen, switchen wir mal auf die richtige Kamera und dann gibt es hier auf jeden Fall ein Hauptvideo. Wir stehen hier irgendwo auf einem Feldweg mit ganz, ganz vielen anderen Autos. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, denn hier sind so viele Autos. Ich glaube, hier ist irgendeine Veranstaltung. Leider regnet es, leider weht es sehr doll, aber dadurch, dass da eine blöde Straßenlaterne davor steht und ich noch ein Thumbnail brauche, machen wir jetzt nochmal ganz kurz hier Drohnenaufnahmen. Von daher, ich bereite aktuell gerade die Drohne vor, damit sie dann starten kann. Und ja, was soll ich sagen? Wetter ist heute nicht so toll irgendwie. Wetter ist scheiße. Ja, was ist hier los, Leute? Das ist die große Frage der Fragen. Der Lost Place Bus ist losgefahren und Alter, das ist ja Wahnsinn, ey. Also hier ist wirklich so krank viel los. Das ist, geht da hinten ja noch weiter. Ja, also der ganze Horizont ist voller Autos. Ich muss hier halt über Lanka fahren. Guck mal, die parken hier. Ja, die parken wie die wilden Säue, ey. Ich hoffe, wir kommen da nicht mehr raus. Das ist doch nicht normal. Wo sind die alle? Vor allen Dingen aus Hannover sogar Leute hier, ne? So Freunde, wir stehen jetzt an der, ich hätte fast gesagt, nächsten Location. Schön wär's. Im Vorbeifahren gefunden und ja, irgendwie mit USB-Platten verplattet, die Fenster. Die Frage ist jetzt, kommt man da noch irgendwo rein? Es kümmert sich ja augenscheinlich jemand drum. Aber es ist auch schon wieder so ein Wetter, wo man einfach keine Lust hat auszusteigen, oder Stefan? Das ist so. Das ist so, dieser Regen, der dämmt einfach die Laune. Schrecklich. Ja. Aber wir haben auch nicht so viel Zeit, dass wir den Regen abwarten können. Ne? Nee. Dann haben wir nachher wieder dunkel. Ha. Ich meine, das Dach sieht ja kaputt aus, aber... Ja, das ist definitiv nicht mehr in Betrieb. Die Frage ist, ob man reinkommt. Oder... Ja. Wir müssen aussteigen. Wir müssen aussteigen. Ich freue mich so auf eine Dusche. Ich fühle mich so abartig, ey. Ja. Wo? Ja, Wetter ist nicht schön, aber was soll's. Wir müssen ja gucken, ob es was ist oder nicht ist. Zum Glück, ich sage ganz bewusst, zum Glück sind wir ausgestiegen. Zum Glück. Denn ansonsten wäre dieser Missstand niemandem, wirklich niemandem aufgefallen. Oh Mann, ey, das sieht ja, also der Eingangsbereich sieht ja recht relativ. Boah, das Wetter ist eine Scheiße, ey. Ja, aber das ist neu. Guck mal, die hier vorne sind richtig neu. Boah, ey, die Dachrinne, wie sieht die denn aus? Also hier hat auch vor kurzer Zeit noch ein Trecker gewendet, würde ich sagen. Aber leer, ich würde sagen sehr, sehr... Oh, guck mal, die Platten sind so frisch, dass sogar noch der Aufkleber dranhängt. Ja, das ist alles dicht hier, Stefan, kannst vergessen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber Leute, ihr glaubt es gar nicht. Wir sind jetzt hier so ein, ich weiß nicht, ob man es so sehen kann. Ich glaube, man muss es so zeigen, auf so einem Steinhügel hoch. Und hier ist einfach eine Tür offen. Die haben so vergessen zuzumachen. Die Frage ist, kommt man hier über dieses Dach darüber? Hier, da ist eine Betonmauer runter, da kannst du laufen.
Ja? Da ist Beton. Und mittig würde ich jetzt da ein Dings. Ich will erstmal wissen, was da ist. Ich meine, ist ja. Test mal vor. Test mal vor? Aber wir können hier nicht so lange wegen da oben, ne? Wegen wo? Oh, Scheiße, stimmt, ja. Stefan testet jetzt mal vor. Sonst bin ich ja mal der Vortester, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Passt mit dem Boden auf. Oh, das ist so dermaßen ekliges Wetter, Leute. Das macht so. Man ist so unmotiviert. Ja, ist aber eingerichtet oder was ist da? Oh, jetzt muss ich auch noch auf Toilette. Also, richtig auf Toilette. Das sind immer so Aktionen, die ganz gefährlich sind, weil man weiß ja nicht, ob das Dach hier noch trägt. Und, Eieiei. Das ist auf jeden Fall ein Riesengelände hier, sogar mit Innenhof irgendwie. Guck mal, was ist das? Ist das eine Kegelbahn? Ist das irgendwie Gastronomie gewesen damals? Weiß man irgendwie alles noch nicht. So, wir machen jetzt hier mal einen schnellen Durchgang. Ja, wie ihr jetzt gerade sehen konntet, hat Stefan sich dann auch meine Kamera geschnappt und im Endeffekt ist Stefan einmal durch die Räumlichkeiten durchgelaufen, um sich zu vergewissern, dass dort niemand mehr drinnen lebt. Das machen wir ab und zu mal gerne auf den Lost Place Touren, weil es ja auch nicht so gut gesonnene Menschen da draußen ja, nun mal gibt. Und was ich dann gesehen habe, als Stefan wieder draußen war, das hat mir wirklich einfach nur den Atem verschlagen. Ich bin jetzt mal mit beiden Kameras hier. Hier wäre Akten. Alter, sind das Akten hier. Akten, 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 Akten. Aber ich will hier nur, Alter, noch mehr Akten. Ich bin gar nicht überall durch. Alter. Alles voller Akten. So viele Akten habe ich noch nie gesehen. Noch mehr Akten. Ich verlaufe mich hier. Scheiße. Wieder Raum voller Akten. Aber ich gehe jetzt wieder raus. Ganz vorher ist mir das alleine, ehrlich. Weil, wie gut sind sie sich, ob wir gesehen haben? Haben wir jetzt einfach nicht die meiste Zeit zur Verfügung. Die oberen Etagen sind leer. Alleine gruselig, alles voller Akten. Alles. Nein, verarsch mich. Du machst dir kein Bild, ich hab's drauf. Guckst dir an und dann überleg, ob wir da... Video, was, echt jetzt? Alles voller Akten? Alles voller Akten. Mich zu sehen mit diesem Gesichtsausdruck, den ihr jetzt eben gerade gesehen habt, kann ich an einer Hand abzählen, allerhöchstens zweimal. Allerhöchstens. Ist das so gruselig? Ja, also alleine fand ich, ich bin rein, ich dachte, wenn es leer ist, wie in der obersten Etage, bist du ja schnell durch. Ich hatte auch kein richtiges Licht mit zwei Kameras und so. Alter. Aber unten waren so viele Akten, dass ich dachte, es ging zwei, drei Mal um die Ecke rum und da dachte ich, wer allein ist. Aber was ist denn das für ein Gebäude? Mach hier das mit. Oh, ey, wir müssen aufpassen mit dem Licht, ne? Ja, deswegen. Hier oben ist relativ unschuldig. Toilette, irgendwie ein Verschlag. Hier regnet es schon durch. Ich will mal ganz kurz gucken, wir machen mal ohne Licht. Oder? Da vorne Licht aus. Da bist du direkt auf der Straße. Hä, was, war das ein Hotel? Was war denn das? Bus wohl von außen, irgendwie ein Café-Hotel. Café-Hotel, was sich hier hinten dann eingepackt. Irgendwelche Kappen. Aber verlassen ist es auf jeden Fall. Aber unten, da bin ich. Hier, da sind Bilder. Irgendwas mit Weingarten, glaube ich. Wir haben den Plan geändert, wir nehmen jetzt diese Location, wenn man so alles. Aber Alter, was ist denn das hier? Guck mal, ich meine. Was war denn das? Das sind ja überall die gleichen Bilder irgendwie drauf, ne? Das waren irgendwie die Werbeposter hier für dieses Café oder was. Ja, das ist geil. Okay, Stefan, ich würde sagen. Unten ist ein schlechtes Wort. Also, war halt schlecht. Unten war es mir eben alleine zu creepy. Alter, das ist
Oh, ist das warm hier, oder? Meinst du, hier geht der Strom noch? Nee, ne? Ich hab's nicht ausprobiert. Was ist denn das gewesen? Das ist die Haustür. Notausgang. Ja, das ist gut. Wir gehen da gleich raus. Ja, Leute, Stefan hat euch das ja eben gerade schon gezeigt. Hier sind überall Unterlagen. Unterlagen, soweit das Auge reicht. Die Frage ist, was sind das für Unterlagen? Und warum sind die zugänglich für jedermann? Oh, wir müssen mit dem Licht hier aufpassen. Scheiße, ey. Erst 21.05.2016. Ach du meine Güte. Alter, was ist das denn, ey? Oh. Hä? Habe ich übertrieben? Nee, hast du nicht. Aber was sind das für Unterlagen? Das interessiert mich jetzt mal. Ich mache jetzt mal was, was ich sonst nicht mache. Ich will wissen, was das für Unterlagen sind. Das kann doch nicht wahr sein, dass in Deutschland der Datenschutz einfach... ja, dass das alles scheißegal ist. Das sind Patientenakten. Aus A- versichert bei der Techniker-Krankenkasse in Hamburg. Das kann doch nicht wahr sein, ey. So wird mit Daten umgegangen. Herzlich willkommen in Deutschland, ey. Das finde ich ja schon wieder geil, ey. Das ist doch scheiße. Wieso sind denn hier überall. Also. Und du hast Zugriff. Jeder hat Zugriff auf diese Patientenakten. Mein erster Eindruck war, okay, wir sind hier im Café. Das sind welche irgendwelche Steuerunterlagen, die sie noch finden. Sind diese Leute müssen trotzdem die Unterlagen noch 10 Jahre aufbewahren. Ja, aber geht gar nicht. Wird sowas in einem Kaffee gelagert? Wieso wird sowas im Kaffee gelagert? Ich bin schockiert. Das kann ich mit rechtlichen Dingen nutzen. Das geht auf jeden Fall nicht mit rechtlichen Dingen zu. Vor sowas mal zu melden, das kann nicht wahr sein. Also, wie teilweise hier umgegangen wird mit Daten, das geht gar nicht. Also, da habe ich wirklich keine Worte mehr für. Hier sind sämtliche Akten. Ja, das lag hier so, dass man halt sich das eben angucken konnte. Das sind Patientenakten, teilweise über irgendwelche Krebsuntersuchungen und was auch immer. Und das hier mitten in Deutschland, das kann nicht wahr sein, oder? Also, das darf wirklich nicht sein. Heute mal ein YouTube-Reel bzw. Shorts-Video aus der Reihe. Und zwar haben wir hier einen Lost Place gefunden. Scheiße. Guckt hierher, kein Licht. Ihr glaubt nicht, was wir hier gefunden haben. Hier sind Daten, Patientenakten in greifbarer Nähe für jedermann. Die Türen stehen hier einfach offen. Hier vorne geht's so weiter. Überall Unterlagen, Patientenakten, wie gesagt, zugrifflich für jedermann. Ich bin so schockiert, wie mit unseren Patientenakten umgegangen wird. Das ist nicht zu fassen. Das ist wirklich einfach in keine Worte zu fassen. Und das ist nur der erste Teil von, ja, womöglich ganz vielen Patientenakten. Überall Patientenakten, überall. Alles voll. Aber ich dachte auch erst, okay, das sind irgendwelche Steuerunterlagen. Von der hier angehören, die hier waren. Hier steht eine an der Ampel. Wir müssen hier echt aufpassen mit dem scheiß Licht. Ja, wir gehen und machen jetzt auch nur, wir sind am Anfang wieder nicht. Ich wusste nicht, dass das so heiß wäre. Und hier hinten, Leute, geht's auch nochmal weiter. Ey, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ach, das ist die andere Seite, wo wir eben gerade waren. Ja, wo geht's denn? Ey, hier geht's noch weiter runter. Alter, das darf nicht wahr sein. Und das sind Klinikunterlagen. Natürlich sind das Klinikunterlagen. Das muss echt eigentlich gemeldet werden. Das muss man mal melden. Ich bin, also ich meine, das ist jetzt no joke, nicht fürs Video, sondern generell. Eigentlich müsste man da mal anrufen und sagen, wisst ihr eigentlich, dass eure Daten zugänglich sind, frei zugänglich sind? Röntgenbilder. Ist tatsächlich das drin, was draufsteht? Warte mal, hier ist ein Fenster auf. Das muss man mal zumachen. Vielleicht ist das, das hat sich aber jemand aufgemacht. Oh, guck mal her, hier geht's weiter. Nein, Quatsch, echt, dann film ich von hier nochmal mit. Oh, nee, auch. Ach du Scheiße. Das ist aber anscheinend, entweder ist es illegal zwischengelagert, aber meinst du, über hier... Ja. Muss ja. Meinst du? Oder die haben es angemietet. Guck mal, hier sind frische Stromkabel. Leitung, Kabel, hier sind... Zur Heizung. Das wird beheizt. Guck mal, das wird beheizt, damit die Unterlagen nicht gammeln. Oh, Wahnsinn. Guck dir das mal an. Das ist ja richtig Decay, das ist ja richtig geil. Es entschuldigt definitiv nicht den Datenskandal. Das macht mich so sauer, macht mich das. Oh, das kann nicht wahr sein, oder? Und wenn diese Daten dann in einem Objekt gelagert werden, wie in einem sogenannten Lost Place, dann weiß der Verarbeiter, dass diese auch Objekte der Begierde von Dritten sind. Nämlich einfach solche Touristen, die sich dann aus Interesse solche Orte schlicht angucken wollen. Und das bedeutet wiederum, dass man weiß, dass die besonders gefährdet sind und deswegen sind die Sicherheitsanforderungen noch höher, als sie bei einem gewöhnlichen Gebäude wären.
Ja, Freunde, was kann man abschließend zu der Aktion jetzt sagen? In erster Linie möchte ich mit diesem Video natürlich auch darauf aufmerksam machen, dass auch wir in Deutschland extreme Datenschutzmissstände haben. Ich bin sehr froh, dass wir dort ausgestiegen sind und dass wir uns dort einen Überblick verschafft haben über den aktuellen Stand der Dinge. Ansonsten glaube ich nach wie vor, wie auch am Anfang des Videos bzw. des Clips schon einmal gesagt, wäre dieser Missstand niemandem, wirklich niemandem aufgefallen. Und ich finde, dass gerade solche hochsensiblen Daten definitiv unter Verschluss gehören und definitiv nicht in ein altes, verlassenes, leerstehendes Café, was natürlich auch nicht mehr in Betrieb ist, aber es gehört trotzdem nicht dorthin. Ich denke mal, dafür sind die Rahmenbedingungen überhaupt ganz und gar nicht gegeben. Das hat ja auch der Datenschutzbeauftragte im Radiointerview gesagt, von dem ich euch sicherlich ja was reingeschnitten habe in das Video. Ich kann euch sagen, wir waren 3 oder 4 Wochen später noch einmal dort. Die Klinik hat die Unterlagen dort belassen, beziehungsweise sie sind noch an Ort und Stelle, aber das Gebäude ist doppelt und dreifach abgesichert mittlerweile. Und ich muss euch leider mitteilen, dass diese Unterlagen dort auch schon seit ungefähr 4 Jahren so verbleiben, beziehungsweise zurückgelassen worden sind, denn sowohl Zuschauer von mir als auch Zuschauer von Stefan haben sich auf die, auf den Fernsehbericht gemeldet. Und sehr traurig. Mehr kann und möchte ich dazu erstmal an dieser Stelle nicht sagen. Es wird dazu noch gesondert einen Livestream auf YouTube geben, der dann auch in gekürzter Version höchstwahrscheinlich hier irgendwann als YouTube-Video nochmal erscheinen wird. Wichtig ist, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr zum Thema Datenschutz auch in Lost Places steht. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man jetzt ein großes Fass aufmacht, sage ich einfach mal. Aber gerade bei, und da wiederhole ich mich sicherlich, Patientenakten, die ja nun mal wirklich sehr sensibel sind. Wir hatten Unterlagen teilweise von einer Dame, dessen Name ich jetzt hier natürlich an dieser Stelle nicht nennen kann und auch nicht darf, wo es um eine Chemotherapie ging, aus dem Jahre 2016, glaube ich. Sowas darf einfach nicht passieren, weder in Deutschland noch in anderen Ländern. Und von daher seid ihr jetzt gefragt, schreibt mir unbedingt eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Traurig, aber leider wahr. In dem Sinne würde ich sagen, geht's jetzt weiter mit dem eigentlichen Vlog. So, Freunde, es ist mittlerweile 22.03 Uhr. Wir sind immer noch unterwegs, aber kleine Ausnahme haben wir gemacht. Was heißt kleine Ausnahme? Wir haben einen kleinen Abstecher zu Stefan gemacht und haben mal eben geduscht. Das war dringend nötig, also wirklich dringend nötig. Das ist wie eine Neugeburt. Also das ist wirklich, oh Mann. Rechts abbiegen auf Neunkirchener Straße. Ja, vielen Dank. Wir fahren jetzt noch zu einem Zuschauer, mit dem wir uns schon mal getroffen haben. Nochmal eben kurz was essen, vorausgesetzt, das lässt die Zeit noch zu, denn es ist ja wie gesagt schon 22 Uhr oder kurz nach 22 Uhr. Es ist leider wieder alles deutlich später geworden als eigentlich geplant, aber ja, Abenteuer beginnt, wo Pläne enden. Mensch, reden ist auch irgendwann schwierig. Naja, 4 Stunden Schlaf, was will man mehr? Beziehungsweise, was will man mehr? Nein. Dieser Vlog ist schon wieder zum Scheitern verurteilt. In dem Sinne, mal gucken, was der Abend noch so bringt. Ja, wie gesagt, duschen war eine Neugeburt und... Rechts abbiegen auf Steenhöfer Straße. Ja, genau. Das Navi quatscht immer dazwischen. So, Freunde, es ist mittlerweile irgendwie, ich glaube mittlerweile schon fast 3:30, irgendwie sowas um den Dreh. Wir sind jetzt nochmal an einen Ort geführt worden, unweit von Gütersloh entfernt. Eine alte, verlassene Villa, wie man unschwer erkennen kann. Ziemlich verwucherter Vorgarten, würde ich sagen, aber teilweise eingezäunt, wie man hier vorne links und rechts sehen kann. Aber ich glaube, hier jetzt bei Nacht reinzugehen, ist nicht wirklich so vorteilhaft. Aber eigentlich ein schönes Haus, wenn man das so sieht. Also fragt man sich wieder, warum das Ganze leer steht. Also ich sag mal, für so eine Villa, so ein schäbiger Eingang mit so ein bisschen Holzpalisadenwänden, weiß ich ja nicht, ne? Weiß ich ja wirklich nicht. Aber
Es hat definitiv Stil, muss ich sagen. Also, wenn ich das Geld hätte, dann würde ich es mir direkt kaufen und das Ganze wieder fertig machen. Die Lage ist schön, es ist ruhig. Man sieht es hier überall. Ich denke mal, hier rechts ist irgendwie so eine Parkanlage. Da vorne ist so ein altes Restaurant. Ja, das hat auf jeden Fall was. So Leute, ich mache das mal eben ganz kurz so, denn ansonsten gibt es hier wieder Probleme mit dem Licht bzw. mit der Frequenz der Kameraeinstellungen. Es ist mittlerweile 10 vor 4. Eigentlich sollte es heute gar nicht so spät werden, aber es ist einfach schon wieder ultra spät geworden. Und in dem Sinne würde ich mich für heute von euch verabschieden, beziehungsweise nicht von heute, sondern von dem gestrigen Tag, von Samstag. Und würde sagen, wir sehen uns heute in aller Frische wieder um, ja, rein theoretisch allerspätestens 10 vor 8. Denn um 8:30 gibt es die erste Verabredung und ja, da muss es ausgeschlafen sein, beziehungsweise da muss man fit sein. So, jetzt komme ich hier schon in Redeschwierigkeiten. In dem Sinne, gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen um. Es ist mittlerweile kurz nach 11. Wir sind natürlich schon deutlich länger wach. Es ist, glaube ich. Es fängt schon wieder an, wie es gestern aufgehört hat. Wir haben oder waren um 4 Uhr, glaube ich, im Bett. Und ja, heute sind wir mit dem Sascha gemeinsam unterwegs, mit dem wir auch schon, ich glaube, die ein oder andere letzte Tour gefahren sind. Also zumindest vor 3 Wochen. Stehen jetzt hier auch schon vor dem ersten Lost Place und es soll heute nach Thüringen gehen. Von daher würde ich sagen, seid ihr natürlich wieder live dabei und ja, was soll ich groß sagen? Die Nacht war kurz, der Tag wird lang und so ist das ja meistens auf den ganzen Lost Place Touren. Ankunft an der nächsten Location, an der ehemaligen Uhrenfabrik. Sie befindet sich dort. Ihr werdet es gleich wahrscheinlich irgendwie noch im Vlog sehen und ja, hoffentlich gibt es auch noch ein Hauptvideo dazu. Aber der liebe Sascha sagte, ist auf jeden Fall lohnenswert, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also dort ist die Uhrenfabrik, genau da. Guck, du bist auch schon wieder am Essen, ne? Das gibt's gar nicht. Hat er schon einen gegessen? Ja, schon zweite. Das gibt's ja nicht. Hoffentlich ist auch für mich ist auch noch einer da, okay. 4 Stück sind noch für dich da. Freunde, ich hätte euch schon fast vergessen, also zumindest den Vlog weiterzuführen. Wir sind hier in einer alten, verlassenen Uhrenfabrik und nicht nur die Taschenlampe ist gleich alle, sondern mittlerweile auch draußen das Tageslicht erloschen. Wir stehen hier in einem Keller unter dem Gebäude und es ist einfach unfassbar, wie riesengroß dieser Keller ist. Also das kann man schon fast gar nicht mehr vor die Linse bringen und ich kann es immer noch nicht glauben. Also es ist einfach nur krass. Also es ist einfach nur krass. Angefangen hat es mit leeren Räumen in dem Erdgeschoss, in der ersten und in der zweiten Etage. Und letztendlich hat es aufgehört mit... Also es ist so geil, es ist wirklich so geil. Es macht so Spaß, hier durch die Gänge zu laufen. Wir haben unseren Tourguide verloren, aber... Das ist kein Keller, das ist eine Bunkeranlage. Das ist eine Bunkeranlage, ja, könnte man wirklich sagen. Es ist wie so eine Art Bunkeranlage. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Hier geht's noch weiter? Ach, ein Pool. Ach ja, ja, das ist auch schön. Heizungsanlage oder sowas, wie es aussieht. Aber komplett unterspült. Aber ne, Wasser treten rein. Ja, stimmt. Ich stelle jetzt, vielleicht geht es hier noch weiter, aber hier ist Ende. Oh, das glaube ich ja nicht. Ich habe meine Kamera schon eingepackt. Hier sind noch original eingepackte Uhren. Zumindest diese Rohlinge, diese Plastikrohlinge. Ohne Uhrenwerk und so. Ey, das ist nicht zu glauben. Die Uhrenwerke haben wir ja oben noch. Guck mal, hier ist auch das Special-Lager. Oh, das verschlossene Archiv. Oh, nee, sag bloß, hier geht es auch noch weiter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, das ist doch wirklich nicht mehr zu glauben. Hier musstest du ja echt irgendjemanden haben, der sich auskennt, damit man sich hier nicht verläuft. Krass. Oh, hier, guck mal hier, Stefan, überall Rohlinge. Rohlinge, soweit das Auge reicht. Teilweise noch original verpackt. Man mag es kaum glauben, aber hier ist wie so eine Art Tunnelsystem im Keller. Ich vermute mal von dem einen Gebäudekomplex zum nächsten. Man könnte auch denken, dass hier wie so eine Art Schienensystem irgendwie ist. Die Wand und die Decke sehen auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Was machen wir denn hier für einen Scheiß? Warum machen wir das denn so kompliziert? Pass auf, hier ist überall Glas. Wieso machen wir uns das denn so kompliziert, Leute? Der ist ja schon 300 Meter weiter. Oh, Stefan, lass doch nochmal. Wieso machen wir das denn alles so kompliziert hier? Ja, nee, gibt es, Stefan.
Oh, nee, 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 nee. Jetzt höre ich auf, jetzt gehe ich zurück. Mir reicht's. Mir reicht's komplett. Oh, ich sehe schon Ende. Ich sehe schon Ende. Ich sehe schon Ende. Oh. Alter, das darf nicht wahr sein, ey. Wir haben so einen komplizierten Weg genommen. Gut, Leute, in dem Sinne würde ich sagen, hier werden noch die letzten Sachen zusammengepackt. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Sendetermin, höchstwahrscheinlich an einem Mittwochabend um 18 Uhr wieder. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund und munter und schaut auch beim lieben Stefan vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ciao.